Damit ließe sich die Tür bestimmt aufbrechen. Vorausgesetzt, es gäbe eine Stelle, wo man ansetzen kann. Aber hier ist alles so dicht wie Tonis Mutter am Grill Donnerstag. Tja. Vielleicht können wir damit auf die Zielscheibe werfen. Muss, dass für dieses Spiel einzig die geladene Paintball-Gun benutzt werden darf. Wenn es dich tröstet, mich hast du mit diesem spektakulären Versuch, dich über die Regeln hinwegzusetzen, sehr, sehr glücklich gemacht. Boah, du hast eine Stange gefunden. Das hast du sehr gut gemacht. Weiter so. Per Aspera ad Astra. Tja, also... Ohne Munition ist das ziemlich witzig. Wo kriegen wir Munition her? Hier scheinbar nicht. Taubenzielung können wir nochmal drücken. Nichts. Tja, also. Doch mal nochmal mit McConaughey reden. Er will den Spielverderber spielen. Aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Ja, also. Ich habe keine Idee, was wir hier machen sollen. Verdammt, ich komme nicht ran. Tja, Chronicle. Du, McChronicle. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe. Das hatten wir schon mal. Tja. Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Tja. Wir haben schon genug angefasst. Verdammt! Ich komme nicht ran! Tja, also... Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Aber wo bekommen wir jetzt Munition her? Tja, Munition. Ja. So einen wollte ich immer für mein Alt zu dumm, das aber das Neue. Ui, Eislüft funktioniert wieder. Tut die Frutti Eis. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, ich meine. Es liegt daran. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Ah, was soll's, bevor es umkommt. Tja, also... Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Du kannst doch als Paintball-Munition benutzen. Verdammt. Ohne Munition ist... zu schade. Vanilleeis. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Okay, der braucht vielleicht Feuerlöscher. Sapsche.
Ich kann mir McConaughey mal den Förderschein leihen. Reichen. Du, McChronicle? Hm? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Das ist nicht der Feuerlöscher. Feuerlöscher? Fragezeichen. Naja, wird schon gehen. Muss reichen. Feuerlöscher für dich. Tata, Rettung ist nahe. Dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. So ein Gastank. Mit den Flammen drauf. Ups. Kaputte Eislüft. Weg mit dem Dreck. Jetzt haben wir hier einen Haken. Da oben nutzt er mir wenig. Haken. Rohr. Aua! Hinter klappen können. Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ganz schön wackelig hier. Okay. Und nun? Was machen wir nun? Es bringt nichts mehr. Die Stange und das Rohr oder wie, was jetzt, wo, wann? Okay, ich blick's nicht. Tja, wir haben eine Stange und wir haben eine Paintball-Gun. Für die Paintball-Gun kriegen wir hier keine. Wir haben einen eingeklemmten Louisiana. Für die Paintball-Gun kriegen wir keine Munition. Dumpf da klemme und das hatten wir, glaube ich, schon. Aua! Oh, schone den Fuß. Tja, wir haben die Kabeltrommel jetzt hier reingepackt, aber das fällt irgendwie nicht runter, als wenn es jetzt runterfallen würde. Hätten wir da vielleicht eine Möglichkeit, das dann schwerer zu machen, aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Tja. Kabeltrommel können wir auch nicht nochmal. Oh, hier haben wir eine Lücke. Lücke? Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen, das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Ich glaube, dass das keine so gute Idee ist. Verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich weiß nicht, ob das klappen soll. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Jung. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher... Ob das eine gute Idee ist? Ich auch nicht, aber gut. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Dranhängen. Kleine abbrechen, ach scheiße. Da wo oben links. Den Knopf drücken. Was? Ja, gut. Hallo? Hat ja gar nicht geklappt. Was war das? Na, warte.
Rufus? Die Orkenhilfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Tja, aber wie? Mit dem Haken. Ich kann mir den Haken nehmen und die dann irgendwo ins Gebäck werfen. Natürlich. Ups. Das hat hier gar nicht geklappt. Hat der so absolut gar nicht funktioniert. Das ist das Einzige, was den Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Ja, die Kabeltrommel liegt ja im Blumenkasten. Da kann ja nichts schief gehen. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er ja sowas wie mein neuer Azubi. Nicht runtergucken, Mac! Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin nicht schwindelfrei. Was auch immer. Hauptsache, du verpasst die aktuelle coole Rufus-Action nicht. Coole Rufus-Action, das kann ja nur in die Hose gehen. Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Natürlich. Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. Ist das auch die richtige Zeitform? Ich weiß ja nicht. So, was können wir jetzt hier noch machen? Zum Kabel können wir klettern. Ups. Das Kabel greifen. Ach, Schreck. Hochziehen. Alles stürzt hinter mir ein. Goal wecken. Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Ding dong, aufwachen! Ach du Schreck. Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in Huch. Das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Wenigstens sind es die Zwischensequenzen laut. Er spielt die Dialoge während des Spiels zu stören. Naja. Ich helfe dir. Ich weiß nicht, was da falsch eingestellt habe. McConaughey. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er... Das hatten wir schon. Kabel. Was hast du vor? Oh nein. Na was schon? Nicht Rufus. Zwei. Stopp! Nicht! Das kann auch nicht gut enden. Wenn Rufus was vorhat. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins war's. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich? Ich auch nicht, und das ist schade. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Der Chronicle kommt mit der Zeitmaschine nicht zurecht. Oh Mann. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Nicht! Du weißt doch gar nicht, was. Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen.
Schreck. Unsanft gelandet. Angriffschaft freigeschaltet. Brenne Elysium. Brenne. Zumindest die unteren Schleusen. Aha. Deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr, weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind Achso, das ist das Ventil. Das Ventil macht. Das ist der Tag, an dem ich mit Titus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack weg. Warte mal. Heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Ich gebe mein Bestes. Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Nein, sie klaut die Zeitmaschine. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Und sie wird und abstürzen wird. Elysium wird abstürzen. Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuel-Locks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Allerdings... Rufus muss sein Happy End kriegen. So, da hinunter können wir nicht. Was können wir überhaupt? Wir können nach oben und mit Mike Chroniker reden. Irgendwas muss ich übersehen haben. Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. So ein Spielversauer. Wir sind immerhin auf Elysium. Er verbreitet schlechte Laune, nur weil seine heißgeliebte Raumzeit kollabiert. Ich gönn's dem Rufus, dass er meinen bisschen Happy End kriegt. So, gehen wir hoch. Jetzt können wir runter. Ein Rufknopf. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir rufen sollen. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas. Das Dingsbums. Oh, da können wir rum. Möb. Du Armer, meine Oh, das ist doch Ronny. Konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle! Hölle, Schankedön! Ach ja, Schankedön. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch unmöglich, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Aber wo? Dort. Trödel nicht so. Kletus. Verheiratet sind. Moment. Wo ist Frau Kiel? Goal. Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen.
Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Ist klar. Ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Precious? Princess? Das ist Precious scheinbar. Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Oh nein. Lady? Bloß nicht. Gudrun? Nein. Gudrun ist ein toller Name. Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag. Ach du Schreck. Unser Kopf ist direkt daneben. Zack. Ups. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia, nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine Brandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich sein. Die Gruppe gefragt, meine Sachen mit dir rumschleppst. Deine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Brauch uns. Rottlawinen. Verdammt. Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Das ist Kuwak. Das haben wir beleuchtet. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Wir müssen daran. Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Na komm. Sehr gut. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Ach du Scheiße. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie kommst du direkt an ihm vorbei? Lässt Uni Goal treffen, erkennen. Gepäck. Ui, sehr gut. Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Instant den richtigen Weg gefunden. Laserpointer. Können wir hier noch irgendwas?
Knopf, Rohre. Glitzes ID-Karte. Von hier aus komme ich da nicht ran. Geh halt erstmal zu den Rohren rüber. Von hier aus komme ich da nicht ran. Verdammt. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bums ein Bastel. Na, das hatten wir schon. Glitzes, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia heißt, bleibt es hoffentlich bei Wissens. Ja. Wenn ich Wissens bin. Okay, mit den Rohren können wir nichts machen. Okay. Nach hinten. Runter. Ich kann mal durch die Rohre klettern. Mein Konneke. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Das haben wir gleich. Nein. Zu McConaughey reingeschubst. Bin ich dafür sorgen? Ja. Vielleicht können wir jetzt irgendwie zu den Rohren. Von hier aus komme ich dann. Ganz leise und vorsichtig. Ich sagte leise und vorsichtig. Die ID-Karte müssen wir irgendwie kriegen. Wir müssen irgendwie an die ID-Karte rankommen. Was haben wir denn im Inventar? Ein Laserpointer. Ach du Schreck! Ein Minigame. Jetzt reicht's aber. Komm her! Ach du Schreck! Wie soll denn das was werden? Ja, will ich zurücksetzen. Ich rufe mit einem Laserpointer. Von hier aus komme ich da nicht. Aber was, ein Laserpointer kam es doch eben noch. Von hier aus komm. Dann halt nochmal das. Wie haben wir das denn gerade eben geschafft? Bitte gib deine ID-Karte rein jetzt. Ach so, von hier aus vielleicht. Ah, okay. Überspringen können wir es. Das wollen wir ja nicht. Jetzt reicht's aber. Ja, aber wie, aber was, aber wo? Komm her! Ach so, okay. Das ist schlecht. Jetzt sind wir. Ach du Kacke. Böser Pestspeichel war ran. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Ja, wenn wir hier auf, drauf stehen, lösen wir das auf. Dann lösen wir nichts aus. Aha, okay. Wir müssen vorher die Klappe hier hoch gemacht haben. Die Klappe muss offen bleiben. Wenn die Klappe hier hoch geht. Nee, eben nicht. Genau so.
So, jetzt können wir hier durch. Jetzt müssen wir nur noch diese Klappe irgendwie aufkriegen. Jetzt reicht's aber. Ach du Scheiße. Komm her. Wie soll denn das was werden? Komm, Poisi, 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 Poisi. Okay. Ist die Klappe dazu? Böser Pestspeichel war ran. Also jetzt muss die Tür müssen wir auch aufkriegen, damit das hier dann fest durchlaufen kann. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, wie wir die triggern. Wir triggern die, wenn wir da unten durchlaufen, aber. Hä? Ach so, triggern über die hier. Die wieder. So machen wir die Tür zu. Ist die Tür offen? Komm, Poisi, 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 Poisi. Wenn wir hier in die Richtung gehen, kriegen wir die vielleicht auf, oder? Nee. Die kriegen wir nur offen, wenn wir von dort unten gehen. Die Tür kriegen wir nur auf, wenn wir von. Von hier aus da lang gehen. Geht dann aber auch wieder zu, so manche lang. Ich muss hier. Aber die kriegen wir nicht. Die werden niemals offen. Ist ja der Wahnsinn. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Ach du Schreck. Komm, Poisi, 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 Poisi. Exo. Böser Pestspeichel war ran. Die kriegen wir nicht irgendwie anders auf. Die kriegen wir nur. Vielleicht so, ja. Dann ist die zu. Das ist schlecht. Ich blick's nicht. Tja. Nicht da jetzt runter hier und jetzt da hoch. Was zum Henker. Lass mal die Klappe lieber offen. Wenn wir jetzt so lang gehen, öffnen wir die Klappe. Nicht? Ja, so öffnen wir sie. Jetzt müssen wir da unten durch. Jetzt kommen wir so. So kommen wir da durch. Jetzt öffnen wir mal die Kiste wieder. Müssen wir die vielleicht irgendwie offen lassen. Also auf keinen Fall nach unten. Wenn wir nach unten gehen, dann schließt sich die wieder, oder? Nee. Nach unten können wir. Sehr schön. Aber dann können wir hier nicht durch. Sehr schön, jetzt können wir doch hier lang. Die lässt sich nicht öffnen. Ja, Rufus hält den Mund. Jetzt reicht's aber. Puh. Ja, komm, Pussy, Pussy, das ist ja. Ich sitze nochmal zurück hier. Das Ganze nochmal von vorne. Tja. Jetzt reicht's aber. Eine Ewigkeit später.
Gleich wird Papa ungemütlich. Wie soll's denn da auch jemand drauf kommen? Ach du Scheiße. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Meine Fresse. Nach geführten 100 Versuchen.